Und wir haben mit den Grünen und mit den Linken, ich glaube, man kann das gemeinsam sagen, viele Schnittmengen, ganz besonders in der Bildungspolitik. Die gebührenfreie Bildung ist uns wichtig. Die SPD geht da noch etwas weiter als die Grünen. Wir haben sicherlich einen gemeinsamen Anspruch daran, dass es öffentliche Daseinsvorsorge geben muss, Gesundheitsversorgung, Mietwohnungsangebot über kommunale Wohnungsbaugesellschaften, BVG, BSR sind wichtige kommunale Unternehmen. Das sehen andere Parteien durchaus, FDP und CDU auch anders und sagen, da können auch Private viel Aufgaben übernehmen. Also es gibt schon in diesen Kernthemen, die die Stadt auch ausmachen, große Schnittmengen zu Grünen und Linken. Koalition macht man nach der Wahl und wir schließen Koalition mit der Linkspartei und der AfD aus. Mit den anderen Parteien sind wir gesprächsfähig und man muss dann über Inhalte sprechen und dann in der Lage sein, eben auch für Berlin eine stabile Koalition zu bekommen. Und wir haben ein gutes Programm und wir glauben auch Schnittmengen mit den anderen Parteien zu haben. Am Ende ist es so, wir wissen ja tatsächlich nicht, was am 18. September passiert. Man kann jetzt spekulieren. Ich habe den Eindruck, CDU und SPD haben sich nicht mehr allzu viel zu sagen. Sie hatten sich in den letzten 5 Jahren auch selten was zu sagen. Wenn ich das aus meiner Parlamentsbeobachterperspektive sagen kann. Und insofern wird es was Neues brauchen. Und möglicherweise ist es in der Tat am Ende die einzige Konstellation. Das würde von allen drei Partnern, potenziellen Partnern, doch ein sehr, sehr ernsthaftes Aufeinanderzugehen erfordern. Und da ist dann irgendwie mit Machtspielchen nicht allzu viel zu machen. Wir haben eine ganze Reihe von Schnittmengen mit der SPD. Wir haben eine ganze Reihe von Schnittmengen auch mit den Linken. Bei der CDU ist das deutlich weniger der Fall. Aber auch hier wird man am Ende schauen müssen, was kommt bei so einem Koalitionsvertrag rum. Wir Grüne sagen, ja, wir wollen regieren. Wir glauben, dass wir vieles in dieser Stadt anders und besser machen können. Aber wir wollen auch nicht um jeden Preis regieren. Sondern am Ende muss es ein Koalitionsvertrag sein, muss es ein Partner oder mehrere Partner sein, bei denen man weiß, man kann in 5 Jahren was gestalten. Es gibt durchaus Schnittmengen mit anderen Parteien, wenn wir beispielsweise die Wohnungsbaupolitik anschauen. Da gibt es durchaus gute Ideen bei der SPD. Mittlerweile hat Herr Henkel ja auch einige Vorstellungen zur inneren Sicherheit entwickelt. Er hat es 5 Jahre nicht geschafft, die innere Sicherheit zu verbessern, aber plötzlich vom Wahlkampf stellt er also fest, dass man etwas bei der inneren Sicherheit tun muss. Wenn er nach der Wahl, wo er es ja dann nicht mehr umsetzen kann leider, weiterhin, ich sag mal, das Thema innere Sicherheit priorisiert, dann wird er mit uns sicherlich einen guten Partner haben, weil wir dieses Thema als akut in Berlin sehen. In meinem Politikverständnis gibt es erstmal eine Wahl. Und wenn diese Wahl erfolgreich war, dann gibt es ein entsprechendes Ergebnis. Und mit diesem Ergebnis, und je besser das ist, desto stärker lässt sich natürlich auch Politik in Berlin machen, werden wir dann für unsere Überzeugung in der Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus oder in einer Regierungskonstellation eintreten. Die Fragen können wir aber erst nach einer Wahl.